Bogasch, du verstehst das jetzt, Sie verstehen das jetzt nicht falsch, wenn ich nochmal nachfrage. Bis zu dieser Szene und über die Strafe von dieser Szene kann man sicherlich trefflich diskutieren, die sieht jeder anders. Aber bis zu dieser Szene war es ein Derby auf Augenhöhe. Danach hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, Ihre Mannschaft ist so ein bisschen in sich zusammengefallen. Wie kann sowas passieren? Liegt das nur an einem Torhüter, von dem man weiß, der ist eigentlich ein sicherer Rückhalt, oder woran liegt das? Dass ich was Falsches sage. Die Spieler schauen das vielleicht auch an. Charakter von jedem Spieler, Einstellung von jedem Spieler und wenn die die Leistung nicht abrufen, dann erwischt es einfach gegen so einen Gegner. Bei denen heute alles gelaufen ist, wo die Tore geschossen haben, das tut es umso mehr weh, weil das hat jeder gesehen, der ein bisschen Eishockey versteht. Und danach waren wir gar nichts. Das war Chaos auf dem Eis, das war keine spielerische Disziplin. Niemand hat da etwas gemacht, jeder hat die Scheibe einfach nur weggeschossen oder geschoben, sogar nicht geschossen. Wenn geschossen, dann kann man tausendmal Icing machen, aber das war ein Geschoben direkt zum Gegner. Nochmal Aufbau, nochmal Aufbau. Und man hat nur gewartet, wann das nächste Tor wieder fällt. Ich sagte, das ist im Kopf von jedem Spieler und wenn der Spieler nicht da ist oder wenn er nicht in der Lage ist, sich da so konzentrieren, dass man weiterspielt oder dass man das Beste im Moment gibt, was der hat, dann kriegt man halt 9 oder sogar 10 gegen so einen Gegner. Das muss man ehrlich sein. Dankeschön für dieses ehrliche Statement. Ja, wir machen mal weiter. Tommy. Nee, du musst nichts zum Torwart sagen. Du darfst dich freuen. Es war ein erster Derby-Sieg als Trainer unserer Birmingham Indians, nachdem es gegen Lindau und Sandhofen nicht geklappt hat. Fühlt sich, glaube ich, ganz schön gut an, so ein Derby-Sieg, oder? Ja, schönen guten Abend, der von mir auch. Grundsätzlich, natürlich fühlt sich's gut an, natürlich gewinnen wir immer gerne. Es ist natürlich dann schade, wenn es immer so einen Aufreger gibt. Am Anfang von einem Spiel, das jetzt hauptsächlich darüber diskutiert wird, natürlich trägt dann teilweise Schiedsrichterleistung auch immer so ihr Übriges dazu bei. Das haben wir jetzt auch schon öfter erlebt dieses Jahr. Aber man sollte nicht vergessen, dass also das Ganze sollte dann auch nicht die Leistung von uns schmälern. Man darf das, wie es der Joe gesagt, auch andersrum nicht zu hoch bewerten. Natürlich ist es schön heute, wir haben so heute sehr gut gespielt. Es war nicht alles perfekt, genauso wie bei einem 2:6 zu Hause gegen Sonthofen nicht alles schlecht ist immer. Man muss das richtig einordnen, man muss das richtig bewerten. Natürlich sind wir froh, dass wir vor einer neutralen Kulisse jetzt einmal das Derby gewonnen haben. Und ich denke, dass wir auf einem ganz guten Weg sind und den werden wir auch weitergehen, egal was noch so auf uns zukommt oder was so von welchen Seiten auch immer dazwischen kommen. Wir gehen den Weg weiter, jetzt haben wir mal der Derby gewonnen, das war sicherlich von der mentalen Seite auch für die Jungs wichtig und jetzt freuen wir uns auf den nächsten Gegner. Danke, Tobi. So, und zu allerletzt, Jogi, müssen wir noch eine Sache aufklären. Jetzt kommt, das sind die bösen Buchloer, die filmen mit und stellen das auch alles ins Internet. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Aber dennoch müssen wir eine Sache richtig stellen. Und zwar ist es so ein bisschen der Eindruck entstanden, diese Spielabsage am Sonntag in Pfaffenhofen wäre von unserer Seite aus, ja, das ist ja alles okay und wenn die Bösen, wenn die Armen Pfaffenhofen nicht können, dann ist es für uns vollkommen okay. Nee, so ist es gar nicht. Also ich muss es jetzt mal nicht hier als Moderator sagen, sondern als Vorstand. Wir sind überhaupt nicht glücklich damit, dass dieses Spiel am Sonntag in Pfaffenhofen abgesagt wurde. Ja, die haben uns geschrieben, sie müssen ohne 11 Spieler antreten. 2 davon sind weg, die haben den Verein verlassen. 9 sind krank oder verletzt. So, wir sind in Regen ohne 9 Spieler angetreten. Wir haben einen großen Kader, genau für solche Zwecke, haben aber nie drüber nachgedacht, ob wir dieses Spiel ja, eventuell absagen oder verlegen können.
So, dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass dieses Spiel abgesagt wird, aber dann wurde von Seiten des Bayerischen Eishockey-Verbandes sehr deutlich gesagt, wir müssen dem eigentlich zustimmen, weil der Verband seine Entscheidung schon getroffen hat. Er stimmt dazu. Also, Jogi, sag nochmal deine Meinung dazu und Vorsicht, da ist eine Kamera. Versteck dich. Hey, nimm den Poker drauf, das ist auch besser. Ja, also, ja gut. Also ich habe ja dann gestern gedacht, mich trifft der Blitz. Ja, also da hörst du, ja, das wird abgesagt, das Spiel. Dann denke ich mir, ja gut, also ein paar verletzt. Wie gesagt, wir sind in Regen auch ohne Neun hingefahren. Ja, da kräht kein Hahn danach. Ja, wir haben sogar die Franzi im Tor gehabt, hat die Sache super gemacht, da fährt man hin und dann fightet man. Wir haben natürlich, da haben ja viele Fans geschimpft, schau sie an, haben bloß 5-2 gewonnen. Ja, da haben auch ziemlich viele gefehlt. Jetzt sagt Pfaffenhofen, uns fehlen so und so viele Spieler. Ja, mein Gott, wenn die Spieler, aus welchen Gründen die jetzt auch immer gegangen sind, das kann ich nicht beurteilen. Ja, will ich auch überhaupt nicht. Ja, wenn die gehen, das ist sicherlich ihr Problem. Die Verletzungen, da können sie nichts dafür, Krankheiten normalerweise auch nicht. Ja, jetzt muss ich aber natürlich dazu sagen, ja, der Verein hat gemeldet eine 1B-Mannschaft. Wenn ich heute eine 1B-Mannschaft gemeldet habe, müssen, so sind die Statuten, müssen die ja hochgezogen werden. Ja, und die müssen spielen. Ja, genauso ist es bei einer Junioren. Das haben also der Bogart und ich in Kaufbeuern nicht nur einmal erlebt. Ja? Also das sind solche Sachen, da frage ich mich schon. Und wenn dann ein Verein jetzt, wie Memmingen sagt, naja, halt, stopp, so ist das nicht. Und ein Herr Lidl, ja, irgend so ein älterer Herr, sagt dann einfach, die sind nicht gut genug. Ja, aber das ist sicherlich nicht das Problem von Memmingen, das ist das Problem von Pfaffenhofen. Ja? Weil andererseits, bei uns hat man am Anfang der Saison und ja auch viele Leute gesagt, ja, schau dir mal den Koch an, der spinnt ja komplett, wie viele Leute würden denn noch verpflichten? Wir haben es gestern das allererste Mal komplett trainiert, außer Börner. Das allererste Mal. Und wir konnten heute mal mit 4 Reihen, 4 Verteidigungen und 2 Torhütern antreten. Das erste Mal. Ja? Und warum leisten wir uns das, dass sowas eben nicht passiert. Wir haben eben keine 1G. Ja? Unsere Junioren hat jetzt erst gerade angefangen und da frage ich mich dann schon, Pfaffenhofen, am 1.12. gebe ich euch Brief und Siegel. Da rüsten die richtig auf und die Mannschaften, die danach in Pfaffenhofen auflaufen, das sind die gelackmeierten. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon gespielt hast oben. Ja? Wir auch nicht. Wir kriegen halt dann die Quittung am 24.01. Unsere Jungs haben ein einziges freies Wochenende in über einem halben Jahr. Ein einziges freies Wochenende. Das ist ihr freies Wochenende. Die meisten Jungs haben irgendwas gebucht, mal zum Skifahren, einfach mal was anderes sehen. Ja, das war's jetzt wieder. Jetzt spielen wir gegen Pfaffenhofen, weil ich, das sage ich jetzt auch, da kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist einfach eine Fehlentscheidung vom Bayerischen Eissportverband. Ja, und das ist einfach eine bodenlose Frechheit uns gegenüber. Jetzt nicht im Verein, sondern ich finde es vor allem unseren Jungs gegenüber. Das ist der unmittelbare Konkurrent. Weil, also, ihr spielt ja meistens immer ein Wochenende danach gegen die. Ja, da wirst du mal gucken, am 1.12. wie die aufrüsten. Ja, und dann stehst du wieder da und dann wunderst du dich, ja, sag mal, was ist denn jetzt los? Ja, und ein paar Tage davor, da konnten sie angeblich niemanden mehr reaktivieren. Ja, also den Schmarrn kann man jemand anderes. Dazu mache ich den Mist schon so lange. Danke. Ja, vielleicht. Also, es ist ja auch schon diskutiert worden, vielleicht wäre es einfach schön, wenn man dann von Seiten des Verbandes einfach einen Nachholtermin schafft, der dann, wenn es um ein Hinrundenspiel geht, das abgesagt oder verlegt werden muss, dass man da genauso wie am Ende der Rückrunde oder der Hauptrunde einen Blocker schafft für dieses Wochenende, wo die Nachholtermine sind, wenn man genauso einen Blocker am Ende der Hinrunde schaffen würde, dass genau sowas nicht passiert, weil, ja. Wir alle haben diese Befürchtung und uns geht es eigentlich nur darum, wir wollen hier diesen Eindruck verwischen. Wir hätten da so problemlos gesagt, okay, dann ist es uns egal, dann fahren wir halt nicht nach Pfaffenhofen am Sonntag. Nee, wir hätten da ganz gerne gespielt und wir finden diese Entscheidung von Seiten des Verbandes zumindest diskussionswürdig. Und damit wollen wir Sie jetzt aber ins Wochenende entlassen. Wir bedanken uns bei 1208 Zuschauern heute Abend, bedanken uns bei unseren Gästen. Gogasch, dem ersten Buchleu, gut nach Hause weg, wir sehen uns beim Hörspiel. Danke und ja, es war ein toller Abend aus Memminger Eishockey-Sicht. Ihnen allen ein tolles Wochenende.